Moin und herzlich willkommen zu diesem Extrablatt des Wochenblattes. Und wie ich ja angekündigt habe im letzten Wochenblatt, es gibt heute eine große Testfahrt. Wir wollen nämlich auf diesen Schienen von Trix Bricks und den R40 Weichen von Lego, die habe ich hier schon verbaut, will ich gleich mit euch eine Testfahrt machen, weil wir wollen uns ja die Waggons von Blue Bricks genauer anschauen mit der Steuerung von Blue Bricks. Nämlich, es geht um diesen großen Zug hier. Hier vorne aus dem Bild könnt ihr noch ein bisschen erahnen, dass hier auch noch der erste Klassewagen steht. Und dazu habe ich mir die BR01 zur Verstärkung geholt. Sie ist komplett motorisiert mit zwei Motoren. Und sie soll jetzt diese vier schweren Waggons anziehen. Ob sie es packt, wir werden sehen. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf die Teststrecke und labern nicht viel rum. Also, los geht's. So, da sind wir auf der Teststrecke. Ich habe Folgendes verbaut. Ich habe einmal die Trix Bricks Double Straight Tracks habe ich eingebaut und natürlich die R104 Kurven, da wo die BR01 jetzt da hinten auch schon draufsteht, da steht sie. Und die lassen wir jetzt einmal eine Runde drehen und dann hängen wir Stück für Stück die Waggons hinten ran und gucken, wann sie aufgibt. Also ich stelle die Kamera einmal so hin, dass ihr schön die Strecke sehen könnt und dann legen wir los. So, wir haben hier vorne eine R40 Weiche von Lego. Hier sind jetzt die Double Straight Tracks verbaut. Ganz kurzes Stück. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich den kompletten R104 hier reinbekomme. Hat leider nicht geklappt. Dafür waren die Tische zu klein. Das ist wirklich eine richtig große, breite Strecke. Aber so geht es jetzt auch. Ich habe jetzt hier einfach, hier vorne ist jetzt der R104 Radius, genauso wie hier drüben. Da ist auch ein R104. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Züge fahren. Ich werde jetzt einmal die BR01 alleine losziehen. Ich hoffe, ich fahre jetzt in den richtigen Gang, ja. Und dann kann man auch schon mal sehen, wie das so ein bisschen aussieht. Wie der durch die Kurven fährt. So, auf jeden Fall sieht es richtig cool aus, wenn der durch die lange R104 durchfährt. Das macht auf jeden Fall einiges her. Hier vorne kann man ja ein bisschen sehen, wie der ausschwenkt und rüber geht, wenn er durch die R40 Radien fährt. Das sieht natürlich nicht so cool aus, aber er kommt auf jeden Fall rum. Und jetzt wollen wir mal gucken, jetzt hängen wir den ersten Blu-ray-Zeug mal hinten ran. So. Schauen wir mal. Und da seht ihr schon, zwei Motoren sind verbaut und er quält sich jetzt schon beim Anfahren. Also durch die R104 kommt er souverän durch. Da gibt er auch ein bisschen mehr Gas in den R40-Gradien. Da sieht man richtig, dass er anfängt, so ein bisschen zu hängen. So, schauen wir mal. Dann kommt der nächste ran. Der Reisewagen. Ich lasse ihn jetzt mal auf der R104 anfahren. Das müsste eigentlich besser klappen. Mal gucken. Na, da seht ihr schon. Er quält sich, Räder drehen durch, aber er packt das noch. Aber gesund hört sich das auf jeden Fall nicht an. So, und jetzt hängt er in den 40er Radien. Ah, na komm on, ich gebe ihm mal einen kleinen Schubs. Also ihr seht schon, der quält sich ordentlich, ne? Also so, ich lasse den hier mal stehen, dann hängen wir noch den dritten dran. So, ich schiebe den mal ein Stück weiter vor, damit er sich nicht so quälen muss beim Anfahren. Und dann gucken wir mal. Also ich bin jetzt auf Stufe 9, glaube ich, jetzt 10.
Also der dreht schon richtig durch, ne? Also keine Chance. Drei Waggons. Und das war's. Wird nichts. Also den vierten brauchen wir gar nicht mehr anhängen. Ja, jetzt ist auch vorbei. Jetzt reagiert er gar nicht mehr. Ich guck mal, was da los ist und dann melde ich mich dann nochmal wieder. So, tatsächlich ist die Batteriebox oder die Akkubox leer. Und die war voll geladen, also innerhalb von 3-4 Minuten war der komplett leer gelutscht, weil der so viel Power gebraucht hat, um die drei Waggons anzuziehen. Ihr könnt auch schon sehen, wenn man den antickt, der hört sich an, als würde er schleifen, da rollt gar nichts. Und das ist bei allen vier Waggons so. Und was man natürlich jetzt machen kann, man kann natürlich jetzt hier unten die Drehgestelle abnehmen. Und hier könnt ihr das auch schon so ein bisschen sehen. Die drehen nicht gut. Ich werde jetzt mal mir mal ein paar Lego-Achsen, also ja, Lego-Achsen schnappen. Die baue ich hier jetzt mal ein und dann gucken wir uns gleich mal den Unterschied einmal an. Ich habe nämlich auch schon welche hier. Die hier habe ich mir mal rausgesucht. Das sind jetzt original von Lego. Und die baue ich jetzt einfach mal alle unter alle Waggons und dann gucken wir mal, wie viel er jetzt packt. Also die BN01 ist nach drei Waggons verreckt und den vierten, den hat sie gar nicht mehr angeguckt, da ging gar nichts mehr. Also ich baue jetzt mal die Achsen um und dann schauen wir mal, wie es gleich läuft. So, ich habe jetzt alle Achsen von Bluebricks rausgeschmissen, das sind die, und habe komplette Lego-Achsen eingebaut. Also halt einfach nur diese Stücke hier. Die Räder mit den Metallstangen, die habe ich alle bei den Waggons ausgebaut. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt alle Waggons angekoppelt. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Richtung auch genommen. Nein, habe ich nicht. Anderer Rückwärtsgang. So, jetzt gucken wir mal. Wie ihr seht, er zieht alle weg. So, was soll ich sagen? Also, die Bluebricks-Waggons sehen toll aus. Auch wenn sie jetzt fahren, ist es wirklich schön. Aber die Achsen von Bluebricks, die bringen einfach nichts. Die sind ohne Ende am Haken. Die geben so viel Widerstand auf die Gleise, dass die Waggons einfach nicht fahren können. Wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr wollt diese Waggons tatsächlich in Bewegung setzen, schmeißt diese Dinger hier raus. Und holt euch die Originalteile von Lego, baut sie unter, ist natürlich ein Kostenfaktor. Vielleicht bringt Bluebricks das ja irgendwann in Ordnung und verbessert mal die Qualität dieser Achsen und dann rollen die Waggons auch vernünftig. Weil so, wenn man das jetzt einfach mal so sieht, ich kann den mal hier herholen einmal. Also das ist ordentlich Gewicht, was da hinten dran hängt. Aber ihr könnt hier auch schon sehen, wenn man jetzt mal nur den Waggon betrachtet, wie leicht der rollt. Das ist halt wirklich ein Riesenunterschied. Der rollt sogar die Strecke runter und selbst wenn man den hier, den ganzen Satz hier einmal anschiebt, dann rollt er noch ein Stück weiter und das ist ein bisschen abfällig, der Tisch. Also von daher rollt er jetzt sogar bergauf und das geht leichter. Also, ihr habt gesehen, die Waggons sehen super schön aus, sie fahren auch, nur leider halt nicht mit den Bluebricks-Achsen. Wenn ihr da ein bisschen nachrüstet, dann können die auf jeden Fall ordentlich was reißen. Und die BR01 mit zwei Motoren schafft auf jeden Fall die vier Waggons. Auch wenn sie schwer sind, die sind ja auch 40 cm lang. Da kommen natürlich auch nicht Steine zusammen und auch nicht Gewicht. Aber mit zwei Motoren packt sie das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe ja jetzt die Akkubox ja jetzt nicht lange an der Ladestation gehabt. Ich glaube, wenn die Akkubox noch richtig voll wäre, würde sie bestimmt auch sechs Waggons mit Lego-Achsen packen. Ja, das ist der Stand dazu. Ich hoffe, euch hat diese kleine Testfahrt hier gefallen. Ihr könnt ja mal ein paar Kommentare dazu lassen. Wenn ihr selber solche Probleme habt, wie ihr das gelöst habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Wochenblatt wieder. Macht es gut, bis dann.